Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Ja, und damit einfach nochmal herzlich willkommen zu Dark Souls 3. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals zu Gesicht bekommen werdet, was ihr jetzt hier seht. Wenn ja, habt ihr es natürlich zu Gesicht bekommen, ist schon klar. Ich will einfach nur mal schauen, ob ich dieses Spiel durchhalte. Es ist, ich sag mal so, Dark Souls ist für mich eine Größe. Also ich kenne das erste Dark Souls, ich habe es nie gespielt, aber ich kenne das Spiel halt. Und das zweite habe ich auch mal so reingeguckt. Aber Dark Souls ist so eine feste Größe in meinem Spieleuniversum, dass es für mich immer eine Stufe ist für ein Spiel, das wahnsinnig, wahnsinnig schwer und schwierig ist. Zumindest für mich. Es wird immer dann gerne gesagt, oh, das ist das Dark Souls der Spiele, keine Ahnung was. Dementsprechend habe ich echt Respekt. Es ist ein Action-Rollenspiel. Für die, die es vielleicht noch nicht wissen. Jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Ich habe jetzt gerade den Controller in der Hand. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich es mit dem Controller spielen will. Man kann einen weiblichen Charakter auswählen? Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, ich habe noch keine Änderung gemacht. Weiblich? Ich versuch's mal. Ich meine, das sieht man, glaube ich, unter der Rüstung sowieso nicht. Also, wenn ich das hier so richtig sehe, erkennt man es nicht, ob männlich oder weiblich.
Alter ist... Ach so, okay. Sind wir mal erwachsen? Klasse Ritter. Ach, du grüne Neune. Oh Gott, jetzt geht's schon los. Ein obskurer Ritter von schlechtem Ruf brach beim Durchstreifen des Landes zusammen, sehr zäh und belastbar mit robuster Rüstung. Sind wir untot? Und sind es noch nicht mal wert, als Zunder gebraucht zu werden, das, was die gute Dame im Intro gesagt hat am Schluss? Und ich habe die Gegner gesehen, mir ist schlecht, wenn ich das jetzt schon sehe. Ich weiß noch nicht, also es kann auch sein, dass ich es einfach gar nicht raushaue. Okay, Stufe 9, Vitalität 12, Zauberei 10. Ich weiß überhaupt nicht, was man richtig dafür gebrauchen kann. Ich habe mal Dark Souls als ein Let's Play gesehen. Hab's auch gerne verfolgt, aber war dankbar dafür, dass ich es nicht selber gespielt habe. Okay, dann hätten wir hier einen Söldner. Vitalität ist... Ja, es ist angepasstes Spielen, denke ich mir mal, ne? Zauberei, ein bisschen mehr Zauberei haben wir da. Dann haben wir da den Krieger. Das wäre mit Schild und Waffe. Der Ritter hat aber auch ein Schwert und ein Schild. Der Herold, okay. Belastbarkeit, Stärke. Ich habe keine Ahnung. Ein Söldner und Veteran der Schlachtfelder kann dank seiner Geschicklichkeit zwei krummen Säbel meisterhaft führen. Nach war der Krieger des Nordens, berühmt für ihre Muskelkraft, nutzt seine Kraft, um eine schwere Kampfaxt zu führen. Der Herold, einstiger Herold, der eine begonnene Mission beenden will, führt einen robusten Speer und vollbringt sanfte, heilerische Wunder. Einfacher Dieb und kläglicher Deserteur, führt einen Dolch für Angriffe in den Rücken und einen Bogen in Armeeausführung. Assassine, der seine Opfer aus den Schatten überfällt, bevorzugt tödliche Zauber im Zusammenspiel mit einem spitzen Schwert. Zauberer. Dieser Sonderling verließ die Akademie, um weitere Forschung zu betreiben, kann mit großer Intelligenz Seelenzauber wirken. Okay, Intelligenz ist auch ein Wert. Pyromant. Dieser Pyromant aus einer fernen Region beherrscht das Feuer und ist fähiger Nahkämpfer, der Schild und Axt führt. Der Kleriker. Nein, ach Mann, ich wollte doch nur eben das drehen. Mehr wollte ich doch gerade gar nicht. Der Kleriker nochmal, danke. Ein reisender Kleriker, der vor Erschöpfung zusammenbrach, kanalisiert hohen Willen, um die verschiedensten Wunder zu wirken. Und der Bettler. Nackt und von unbekannter Herkunft, war im Leben ein unglaublicher Narr oder wurde beim Begräbnis seines Eigentums beraubt. Oh, alles auf 10. Hat aber Stufe 1. Ist das die spezielle Herausforderung? 9. Glück spielt hier auch eine Rolle. Oh Gott. Der ist schon gleich auf Stufe 10, der Assassine. Ich tue mich gerade echt schwer, mich zu entscheiden. Also reiner Ritter kann, glaube ich, nicht so gut sein, ebenso wenig wie Krieger. Dann könnte der Söldner nicht schlecht sein, weil der hat Zauberei und eine gewisse Kampfkraft. Zehn. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Also reiner Zauberer kann ich überhaupt nicht. Ich wäre... Dann glaube ich für den Söldner. Aber ob das eine gute Idee ist? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen mal den Söldner. Begräbnisgeschenk. Was? Ah, man kann sich jetzt hier auch noch was zuweisen. Also man kann es wahrscheinlich ganz schwer spielen, indem man sich kein Extra gibt. So deute ich das jetzt einfach mal. Kein Anzeichen einer Grabbeigabe oder sonstigen. Dann gibt es den Ring des Lebens. Ein Ring mit einem kleinen roten Juwel. Er erhöht die maximalen TP. Göttlicher Segen, warmes, gesegnetes Weihwasser, stellt TP vollständig wieder her und heilt Leiden. Ah, das ist etwas, was man dann bei sich führt und vielleicht auch immer wieder auffüllen kann. Verborgene Segnung, reines, gesegnetes Weihwasser, stellt TP vollständig wieder her. Leiden kann man auch haben. Ach du Schande.
eine Feuerbombe gefüllt mit speziellem Schwarzpulver, ein unfeines Geschenk für die Verstorbenen. Feuriger Edelstein, Bestandteil zur Aufwertung von Feuerwaffen, für einen Krieger eher geeignet als Juwelen. Herrenlose Seele. Die herrenlose Seele von einem, der neben dir schlief, benutzen, um viele Seelen zu erhalten. Wahrscheinlich kann man dann damit sich Erfahrungspunkte. Seelen? Sind das hier Erfahrungspunkte? Ich habe keine Ahnung. Und seid mir deswegen bitte nicht böse. Also ich hab keine Ahnung. Rostige Goldmünze. Begräbnisgeschenk für Glück nach dem Tode. Erhöht für eine kurze Zeit die Chance, Gegenstände zu finden. Stark. Geborstener roter Augapfel. Oh ja, den habe ich auch mal dabei. Online-Spielobjekt zum einmaligen Gebrauch. Dringe als Finstergeist in eine andere Welt ein. Ach so. Junger weißer Zweig eines weißen Baumes. Offenbar ein Zeichen der Freundschaft. Gewährt Nutzung eines Imitationszaubers. Also ich wäre entweder für die herrenlose Seele oder was für die Heilung. Stellt TP vollständig wieder her und heilt Leiden. Also entweder den göttlichen Segen oder die herrenlose Seele. Aber ich glaube, bei mir wäre das hier angebrachter. Voreinstellungen, die kann man hier noch individuell ändern. Das weiß ich nicht. Gute Dame? Ach, das plumpe Gesicht des Bürgers. Jeder hat Mäkel, doch ein Bürger ohne Makel ist eine wahrlich seltene Kreatur. Krieger des Nordens. Das Antlitz eines Kriegers ist dir aus Stein gemeißelt. Es wurde schon gescherzt, Nordmänner werden verwittert geboren. Adeliger aus Astora. Die Züge eines wahren Blaublütigen, blaue Augen, helles Haar und ein Hauch der alten Pracht von Astora. Schüler der Drachenschule. Intelligentes Gesicht mit feinen Linien, wirkt häufig wie das eines Schülers. Novize aus Karim. Das Gesicht eines freudlosen Klerikers von Karim. Novize gilt unter den Frauen in Roben als abwertender Begriff. Bon vivant aus Katharina. Der Mund und die großen Augen verleihen diesem Gesicht seine Fröhlichkeit. Aus Katharina, dem Land der Lebenslust. Reisender aus Serpentine. Ein ungewöhnliches Gesicht, geprägt durch schmale Augen und dünne Lippen. Manche sehen es als Antlitz eines wahren Drachen. Geächteter des Sumpfs. Jetzt dreht sich schon wieder weg. Andere Richtung bitte. Reisender, das hat mir Geächteter des Sumpfs. Nun ein einmalig verformtes Gesicht. Oder nur hässlich? Vorurteile erzeugen Nörgler und die schwärmen in den großen Sumpf. Okay. Londor Todesschatten. Ein lebloses Gesicht, fast schon das einer Hülle. Londor ist das Reich der Hüllen und Alten. Oder Irithylianer. Die Züge der alten Götter, wie in den Legenden beschrieben, das Schicksal dieser Kinder liegt im Nordwindtal. Ich glaube, das ist eigentlich komplett Wumpe, oder? Das ist auch interessant. Der Todesschatten. Körperbau. Normal. Fit. Das wird auch keine Auswirkung haben, oder? Ich glaube, es ist einfach nur das Äußerliche. Kann das sein? Dünn. Sehr dünn. Stämmig. Sehr stämmig. Stämmiger Oberkörper. Stämmiger Unterkörper. Kleiner Kopf. Großer Kopf. Eigentlich, wenn wir so aussehen, müssten wir wahrscheinlich sehr, sehr dünn sein. Fast schon skelettartig. Ach, so grüne Leute, das kann man auch noch alles ändern. Nein, kein Geschlechtswechsel. Alter, stimmt. Kriege ich eine... Ich würde jetzt sogar eine alte Stimme nehmen für unseren Charakter, aber ich glaube, wir nehmen die erwachsene Stimme. Muskulatur, normal, muskulös. Ja, wir sind ein muskulöses Skelett. Körperbehaarung haben wir ja nicht. Oder haben wir was auf dem Rücken vielleicht? Nö.
Aber wir können ruhig ein muskulöses Skelett sein, bin ich der Meinung. Dings raus. Hallo? Normal bitte. Und nochmal muskulös. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Warum geht es mit Escape nicht? Das ist ja putzig. Ach komm schon. Jetzt muss ich echt den Dings wieder anstupsen. Na gut, dann machen wir es einmal darüber und gehen damit zurück. Danke. Körperbau, Detail. Ach du grüne Neune. Ja, aber ein großer Kopf bei einem Skelett macht dann auch nicht wirklich Sinn, ne? Glaube ich, da. Ich glaube, das ist in Ordnung, so wie es ist. Ausgangshautfarbe. Wobei dieses Fahle ist auch schon nicht schlecht, ne? Das ist grüne, fahl. Fahlige. Lachfarbe. Wusste ich gar nicht, dass wir hier Lachfalten haben. Gesichtsdetail, Proportionen. Ich glaube, da will ich mich jetzt gar nicht so lange aufhalten, weil ich noch nicht mal weiß, ob ich dieses Spiel weiterspielen werde. Oh, warte, das ist interessant. Nein, dreh dich mal andersrum, bitte. Nicht ganz so viel, wie ich mir vorgestellt habe. Ich hätte ganz gerne warte. Weniger rosa. Es wird dann zu hell, ne? Gut, ich habe auch gesagt, ich wollte mich so lange aufhalten. So, Kosmetik gibt es auch. Was gibt es denn Schönes? Augendefinition. Das ist eigentlich so okay, wie es ist. Vielleicht ein bisschen was dunkler. Okay. Nein! Nein, das soll gespeichert werden. Warum geht denn das jetzt gerade nicht? Ach komm. Lassen wir es. Das haben wir alles schon. Ich will da sonst nicht weiter dran rumfummeln. Wir erstellen den Charakter und erstellen ihn jetzt einfach richtig. Und dann will ich jetzt einfach gucken, ob ich da überhaupt weitermache mit dem Spiel. Ich bin gespannt. Mir wurde schon gesagt, wenn ich es schaffe oder immer noch Lust habe nach dem ersten Boss, dann könnte es was werden. Ich bin gespannt, ich habe Angst. Es Totenacker der Asche. Und es ist genau so, wie ich es gesagt habe. Wir sind tot. Es ist Third Person. Ich würde ganz gerne mal eben
Nochmal eben kurz in die Einstellung. Und zwar... Nein, nicht da, sondern... Ach, da. Okay, warte. Ich sehe schon. Helligkeit ist okay, obwohl es schon fast immer noch zu dunkel ist. Da ist es. Und zwar machen wir mal die Musik ein bisschen leiser, auch wenn die wunderschön ist. Und die Soundeffekte auch ein bisschen leiser. So. Okay, ich guck mal. Wir haben unser Schild. Damit können wir sogar schlagen. Oh, das ist ein aufgeladener Schlag. Nein! Oh, shit. Toll. Das wäre Heilung, glaube ich, gewesen. Kann das sein? Okay, damit können wir rollen. Nachricht lesen. Kamerasteuerung mit R, ja. Okay, das habe ich schon gesehen, dass ich mit R kann ich. Hm? Ach, das hier. Ah, geschickt. Das sind Nachrichten. Tutorial-Nachrichten. Okay, das ist ein kleiner Angriff. Das wäre richtig blocken und das wäre mit dem Schildschlag. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das hin. Na, wir versuchen es mal. Was haben wir denn hier? Regulärer Angriff ist mit RB. Das hatten wir auch schon. Da. Mhm. Schwerer Angriff ist mit RT. Den hatten wir gerade eben. Also das ist der reguläre und das andere ist halt der schwere Angriff. Zielfixierung. Du bist mein Ziel, ja? Na gut, schauen wir mal. Oh. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich will mich jetzt aber auch nicht in falsche Sicherheit wiegen. Schritt zurück und rolle. Aha. Ausweichen. Ausweichen ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Da hinten sind noch mehr Gegner. Hier geht es aber noch rein. Laufen, sprinten. Ah, einen Augenblick gedrückt halten und dann kann man sprinten. Was bist du? Überreste. Ach, das ist eine Leiche. Überreste plündern. Haben wir die gerade gegessen? Na, Prost Mahlzeit, meine Liebe. Da vorne ist dann wieder mindestens ein neuer Gegner. Wieso kippen die denn? Ah, die Estus-Flaschen, Flakons füllen sich wieder von alleine auf. Sehr gut. Asche, Estus-Flakon. Mhm. Da ist noch ein Gegner. Abwehrhaltung. LB, das wäre das hier. Hinter einem Gegner kritischer Treffer. Probieren wir es mal aus. Was macht der da gerade? Das will ich, glaube ich, gerade nicht wissen. Nein, du sollst das nicht. Oh Mann, ich drücke mal auf. Ich bin gerade irritiert. Der macht gar nichts. Der greift auch nicht an. Oh, du bist mehr einer. Okay. Y, Waffe beidhändig führen. Rechte Waffe, Handwaffenkunst, wenn beidhändig geführt. Ach, ein Schild. Und dann... Mach ich das aber trotzdem so. Ja, okay. Blutfleck berühren. Warum sollte ich das wollen? Um einer Spur zu folgen eventuell. Okay. Gucke ich gleich genauer.
Ups. Kehr um. Warum? Jetzt bin ich neugierig. Ich sollte es tun, ne? Warum? Ich werde es wahrscheinlich bereuen. Aber wenn da steht, kehr um, dann kann ich nicht. Deswegen vielleicht. Was ist das? Was bist du? Und tot. Ich werde auch sicherlich nicht... Nee, ich habe Angst. Wir machen erstmal weiter. Ich denke mal, ich kehre hier noch wieder zurück, aber ich muss das jetzt gleich von vornherein riskieren. Denke ich einmal. Und wir hatten da noch genügend Gegner. Da ist noch ein Blutfleck. Oh, wow. Aha. Was ist mit dem hier? Jetzt auf einmal. Okay, was war mit dem hier? So, wir können da weiter. Ich gucke aber hier oben nochmal. Parieren und Angriff abwehren und nach dem Parieren kontern. LTRB. LT, RB. Alles klar. Okay, ich versuch's. Ja, liegt mir nicht wirklich, ne? Aber gut, wir testen's aus. Mit L und RB tritt. Komm, da kommen wir schon rein. Das ist halt ein Tutorial. Wir kommen da schon noch rein. Da sollen wir, glaube ich, weitergehen. Und hier oben waren wir eben gerade schon. Gut. Gegenstand benutzen mit X. Ach, Mann. Ach. Okay. Waffe wechseln. Gegenstand wechseln. Göttlicher Segen, Asche Estus Flakon. Göttlicher Segen war komplett Trefferpunkte wieder aufheilen. Ne? Das lasse ich mal lieber. Dann verbrauche ich die lieber nach und nach. Alles klar. Aber wir müssen uns merken, dass da noch einer ist, ne? Den wir vielleicht noch erledigen wollen. Oh, wow. Wow. Okay. Ah, die kenne ich noch. Leuchtfeuer entzünden. Errungenschaft freigeschaltet, entfachen. Jetzt haben wir auch gleichzeitig einen Blutfleck berührt. Und was ist mit dem hier? Der hat auch irgendwie gekämpft. Und ist dann da runtergesprungen? Am Leuchtfeuer rasten, TP, FP regenerieren und Estus auffüllen. Alles klar, dann machen wir das doch mal eben. Totenacker der Asche. Gut. Sehr gut. Da unten hockt einer. Ah. Oh. Und immer ein bisschen auf die Ausdauer achten, schon klar.
Beim Springen, beim Sprinten springen. Beim Sprinten. Ah, oh, oh Gott. Ja, das wird natürlich interessant für mich. Nein. Warte, warte, warte. Wieder hoch. Das kann ich angehen. Warte mal. Wieso kann ich denn... Wieso kann ich denn... Ich hätte von da oben runterspringen sollen direkt, ne? Während des Fallens Sturzangriff. Ich bin überfordert. Ich merke das jetzt schon. Ich hoffe, ich komme mal wieder hoch. So, was sagt der Blutfleck? Der ist runtergesprungen, hat den da unten bekämpft und ist dann gestorben an dem. Großartig. Oh. Okay. Kann ich noch mal? Oh, hi Jungs. Ich glaube, ich muss leider noch mal ruhen. Ich merke das schon. Oh Gott, wie viele Blutflecken sind denn hier? Die kann ich mir alle gar nicht angucken. Ich glaube, das lassen wir dann später auf, ne? So, pass auf. Beim Sprinten und... Oh Mann, warum komme ich da nicht rauf? Und warum kann der Charakter nicht da hochklettern oder springen oder sonst irgendetwas? Verstehe ich gerade nicht. Da nicht hoch. Ich will die Seele haben. Was ist das? Achso, das war dieses, den Schild zweihändig zu benutzen. Alles klar. Das ärgert mich jetzt aber, ne, dass ich jetzt da nicht hochkomme. Wer bist du denn? Ist das schon der erste? Oh Gott, ich glaube, das ist schon der erste Boss. Oh Gott, ja gut, dann habe ich jeglichen Grund, mich hier ganz lange aufzuhalten. Allein schon, weil ich mich gleich nochmal eben ausruhen muss. So, pass auf. Laufen, 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 laufen und springen. Ich komme da nicht hoch. Gut. Dann vergessen wir das. Wahrscheinlich höre ich sowieso gleich mit dem Spiel auf, wenn ich den Boss erstmal gemacht habe. Nicht runterfallen, nicht runterfallen! Okay, Überreste. Und dann Brandbomben. Okay.
Nee, ich weiß nicht, die Blutflecken muss ich nicht alle mehr berühren. Das ist ein bisschen Fülle, ne? Gut, dann würde ich sagen, ruhe ich noch mal eben am Feuer. Und ich befürchte, da im Hof erwartet mich gleich schon der erste Zwischenboss. So. Okay. Ich glaube, Estus Flakon brauche ich aber auch. Gibt es da irgendwas, was ich wechseln kann? Nee, dann ist das Schwert weg, das ist das Schild weg. Da ist, glaube ich, noch nichts. Ich probiere es mal so aus, wie es jetzt gerade ist. Irgendwie. Wieso ist der denn schon wieder da? Den habe ich doch gerade. Wieso sind die denn alle schon wieder da? Weil ich am Leuchtfeuer gerastet habe. Ah, nein! Okay. Das heißt, alle Gegner nochmal. Erledigen, kein Problem. Machen wir auch eben nochmal. Nein, jetzt habe ich den blöden Flakon getrunken. Ich hole mir jetzt nochmal die Überreste. Jetzt habe ich ja gerade nochmal gesehen, wie es geht. Ich muss mich echt nochmal an die Steuerung gewöhnen. Also für die Dark Souls Eingesessenen bitte ich um Entschuldigung. Ja, das ist natürlich ein Problem, ne? Naja, die wollen es natürlich dann dahingehend schwieriger machen. Okay, pass auf. Lauf, 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 lauf. Und spring! Und daneben. Das darf doch nicht wahr sein. Gut, egal. Ich hole mir jetzt den da, der da am Hof hockt. Nee. Ja, ich glaube, das ist der. Ach, du ahnst es ja nicht. Hi. Darf ich mir deine Lanze oder Hellebarde ausleihen? Okay, der. Was hat er denn da gerade genommen? War das eine Triangel? Damit hat er ihn geweckt? Also mit irgendeiner Interaktion kann man ihn wecken? Gut merken, hier kann ich runterfallen. War das denn jetzt nochmal? Schwert entfernen. Steht da bestimmt voll drauf. Guck mal, ich rette dir das Leben. Bin ich nicht toll? Ich bin großartig, oder? Ich hab dir gerade das Leben gerettet. Ich hab das Schwert entfernt. Ich hab dir alles was Gutes getan. Was Jodex Gundere. Oh, Alter! Wow! Okay, ich hätte gerne eine Fernwaffe. Oh, shit, 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 shit. Oh. Warte. Danke. Hi. Du musstest nett zu mir sein. Oh, okay, du bist überhaupt nicht nett. Und ich bin tot.
Du bist gestorben. Ich sag mal so, es wäre machbar. Das Söldner-Doppelschwert. Ein paar Skimitars, wie es einige Söldner verwenden. Jetzt habe ich nicht weiterlesen können. Okay. Meine Punkte da unten sind weg. Warum sind die alle weg? Bloß ich auf den Keks hier, ey. Ich versuche jetzt nochmal das Ding hier zu kriegen. Kleine Titanitscherbe. Okay. Ich weiß, wo du da stehst. Jetzt ist ein Schleier. Warum ist da jetzt so ein Schleier? Nebel durchqueren. Weil wir gestorben sind? Oh, der gleich lebendig wird. Hi. Kennst du mich noch? Oh, der erwischt mich trotzdem. Oh, das, der Einzelangriff hat jetzt eben mehr Schaden gemacht als so ein starker Angriff. Ja, so siehst du aus, mein Freund. Oh, shit. Ah. Ah. Oh, während ich trinke. Nein, nicht trinken, du sollst sterben. Ich hab alles getrunken, ich bin so doof. Ich habe alles getrunken. Scheiße. Ich bin so doof. Wenn ich jetzt sterbe, habe ich selber Schuld. Nein, nicht! Ich kann... Oh. Hörst du jetzt auf zu trinken? Oh. Was ist das denn? Was ist das? Oh mein Gott! Ihh, sieht aus wie eine Nacktschnecke. Ich sehe nichts. Weg! Der frisst mich! Und ich bin tot. Das war ganz doof. Der ist machbar. Ich will das eben nochmal versuchen. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel weiterspiele, aber er ist machbar. Machbar, nicht machbar. Er ist definitiv... machbar. Und dementsprechend hole ich mir den. Und du geh mir nicht auf den Keks. Der ist... Das ist machbar. Das ist... Ja, wohl daneben, oder? Okay, ich darf jetzt bloß nicht immer versehentlich mit X. Nicht angreifen, sondern mit X drücke ich Estus-Flakon. Okay, der ist machbar. Der ist machbar und garantiert nicht unsterblich. Hallo nochmal. Und drei. Oh, nice, du. Okay, er hat aber unterschiedliche Angriffe. Nein! Oh, ich hab schon wieder... Ich frag mich nicht, warum. Ich will immer mit X angreifen, ey.
unter seiner Axt gelandet. Okay. Sklavenkapuze, sehr schön. Also das bringt mich noch nicht in den Rage-Mode, sagen wir es mal so. Weil das wäre jetzt meine Dummheit. Spring mal. Ich hätte gerne den Sprung mal eben. Von ihm jetzt. Ja! Oh, wie schnell der reagiert, ne? Entschuldigung, nein, das kann ich nicht sagen, du hast eine Maske auf. Ich sehe das nicht. Du hast recht, das war jetzt eben unfair. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Oh, du verdammter Mistkerl. Alter, das ist ja, der ist ja unberechenbar. Ja, Langbogen, sehr schön. Mhm. Ja, den hätte ich jetzt ganz gerne. Ich würde ihn ganz gerne aus der Ferne bearbeiten, aber ich habe leider sowas gar nicht. Hallo nochmal. Ich will den Blutfleck nicht berühren, danke schön. Mann, oh Mann, oh Mann. Die müssten es doch auch langsam mal leid sein, dass ich ständig den auf den Kopf falle. Also nochmal den Nebel durchqueren. Nochmal das Ganze. Mann, und dann gleich erwischt er mich wieder. Oh, meine verlorenen Seelen. Da sind sie. Ich hätte sie einsammeln müssen. Ich habe ganz viele schon verloren. Die sind alle weg. Ich sehe es schon, ja. Oh, du verdammter Mistkerl. Okay, der lässt sich aber ganz schlecht einschätzen, wenn ich das mal so sagen darf. Alter. Ich werde ihn auch nicht abblocken können, richtig? Doch, geht. Ich könnte blocken, aber ich glaube, ich nehme trotzdem Schaden. Ist das ein Wunder? Und weg, 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 weg! Oh. Ich konnte mich eben nicht entscheiden, in welche Richtung ich springen soll! Oh, schade. Ich hatte ihn einmal schon so weit runtergeprügelt. Oh, wie der mich trotzdem noch erwischt, ne? Und weg, 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 weg! Jetzt wird er eklig. Okay. Ich meine, das war vorher schon, aber
Jetzt wird er Nacktschnecke und ich verliere ihn sogar aus dem Auge. Ich kann ihn nicht richtig anvisieren. Geh weg! Nein, ich bin tot. Okay, das ist echt übel. Das ist richtig, richtig übel.